Buchs einem Hund das gewöhnliche Samstagmorgen kurz nach dem 10. Buchs wie an jedem schönen Samstag belebt. Die Bahnhofstrasse, die ist international. Aber hier, die Stände, die sind etwas Spezielles. Das gibt es nicht jeden Samstag. Und uns hat es natürlich interessiert, was hat es denn da damit zu tun, mit diesen verschiedenen Ständen. Damit ihr das besser seht, blenden wir eine Grafik ein. Die Bahnhofstrasse war gesperrt zwischen der Kantonalbank und der Raiffeisenbank. Und das sind die 26 Stände, die Anbieter, die Vereine, die sich hier bei dem speziellen Anlass an dem Samstagmorgen gezeigt haben, wo gehend in die internationale Stadt Buchs. Und rechts seht ihr jetzt, das wäre das Bühnenprogramm gewesen. Haben wir nicht alles mitnehmen können. Aber wir stellen euch einen Teil vor. Das Wort gehört jetzt der Jugend. Grüezi miteinander. Wir heißen Sie herzlich willkommen am heutigen Anlass Grenzenlos. Mein Name ist Violsa Halimi, bin 19. Ich bin in der Schweiz aufgewachsen und geboren und ich habe albanische Wurzeln. Mein Name ist Dorontina Cekaj, ich wohne im Werdenberg und komme ursprünglich aus dem Kosovo. Grüezi miteinander, mein Name ist Elma, komme ebenfalls von Buchs, bin hier in der Schweiz geboren und aufgewachsen und habe bosnische Wurzeln. Was ist Grenzenlos eigentlich? Fjolze, kannst du das uns kurz erklären? Ja, aber sehr gern. Das ist ein Fest, wo verschiedene Kulturen aufeinandertreffen. Und das heute nicht nur auf der Bühne, sondern wir haben verschiedene Stände, wo sie verschiedene Spezialitäten probieren können. Der Herr Peter Sutter ist mittlerweile ein pensionierter Lehrer. Und als Mitglied der SP Buchs hat er sich in der Anfangsphase sehr dafür eingesetzt, dass Grenzenlos als grosses Fest entstehen konnte. 2013, 2015 und heute, im 2017, findet das Fest Grenzenlos zum dritten Mal statt. Das war nach dem 11. Wir aber haben schon gefilmt kurz nach dem 10. und haben ein bisschen geäugelt, was ist denn hier auf der Bahnhofstrasse anders als sonst einmal. Wir haben geschaut, was hängen hier für Fähnen, was für Wappen. Und mich jetzt interessiert, was gibt es für Speisen. Und es war wirklich interessant, was sich hier auf der Bahnhofstrasse eben kurz nach dem 10., wo die Stände im Aufbau begriffen waren, abgespielt hat. Man kann stolz sein, auch als Buchsenbürger, was ein Buchs geworden ist. Eine internationale Stadt, ein Zusammenleben von einem Haufen verschiedener Nationen. Hier auf der Bahnhofstrasse, da wird es offenkundig. Aber wenn wir genau schauen, sieht man es auch aus unter einem Jahr durch. Und dann habe ich mit dem Sepp Gehwiler geredet. Sepp Gehwiler, wir haben hier ein bisschen spezielle Fahnen der Bahnhofstrasse. Spezielle Leute könnt ihr es nicht wirklich sagen, aber spezielle Fahnen, Haufen Stände. Was ist das für ein Anlass und wie ist das zustande gekommen? Ja, es hat viel mehr Fahnen, als es normal an der Bahnhofstrasse hat. Es hat hier viel mehr Farben, kann man so sagen. Heute ist nämlich das Grenzenlos. Das ist ein interkulturelles Begegnungsfest, wo vor einigen Jahren ist das von der SP Buchs angeregt worden, dass es so eine interkulturelle Veranstaltung soll geben und ja im Zentrum stattfindet auf der Bahnhofstrasse. Und der Peter Sutter hat dann das damals in die Hand genommen und hat das angefangen zu organisieren. Und das Fest ist dann 2013 sehr schmal durchgeführt worden und dann hat man sich entschieden, dass man es im Zwei-Jahres-Rhythmus macht. Das heißt, 2015 war das letzte Fest und jetzt eben 2017 sind wir wieder auf der Bahnhofstrasse. Es hat nahe 30 verschiedene Marktstände, wo man sich kulinarisch verwöhnen lassen mit Spezialitäten aus dem Heimatland von diesen Nationen. Es hat verschiedene Angebote von Informationen. Es hat Sachen, wo man etwas kaufen kann. Und natürlich ganz im Zentrum hat es auf der Metzgergasse eine grosse Bühne, wo den ganzen Tag Darbietungen stattfinden. Das sind Volkstänze, das sind Trachtentänze, da hat es einen Kinderchor, der auftritt, das hat eine Trommelgruppe, alles möglich. Also da hat es für jeden Geschmack etwas dabei auf der Bühne und auf der Bahnhofstrasse. Das Ziel ist das Begegnen oder auch im Hintergrund ein bisschen Integration? Genau. Es sind ja sehr viele verschiedene Kulturen in der ganzen Region, also nicht nur in Buchs, in der Stadt, im Zentrum von Werdenberg, sondern über die ganze Region verteilt. Auch im Liechtenstein sind sehr viele verschiedene Kulturen ansässig und wir wollen denen eine Bühne geben, um ihr Heimatland präsentieren, um ihre Herkunft auch zeigen und
dass es dann so ein bisschen darauf rausläuft, dass es zwar verschiedene Kulturen sind, aber dass am Schluss eben gleich alle etwas gleich wollen. Also dass sich das in einem gleichen Rahmen bewegt. Immer wieder reden wir auf Integration, gell? Was ist denn... Hey, grüezi auch. Freundlich, gell? Ja, ist immer so soll es eben sein. So das werden wir gell? Sehen heute. Und das, was wir vorhin gehört haben, die Musik, die hätten wir eben hören können. Wir sind jetzt am Üben noch, gell? Es ist kurz vor dem offiziellen Anlass von dieser Eröffnung. Du als Historiker vielleicht mal gefragt, alle Welt redet von Integration. Was ist denn Integration? Es sind ja... dass Leute zu uns kommen, das ist ja so. Da müssen wir nicht drüber streiten. Und das Ziel ist jetzt, dass wir die wie in eine Kultur können, oder in unsere Kultur einführen können, dass es ein Miteinander gibt. Nicht, dass es zwei parallele Gesellschaften gibt, die dann da fast gegeneinander arbeiten, sondern dass es eben miteinander ist. Und das Miteinander bedingt, dass man sich irgendwo in der Mitte trifft, also nicht im einen Extrem oder im anderen Extrem, sondern dass man sich da irgendwo einen Mittelpunkt findet, wo man sich darauf einigen kann, dass es ist. Und so mit dem Fest wollen wir eben zeigen, dass es verschiedene Kulturen gibt und die da sind und was die anbieten und dass es gar nicht so weit weg ist von dem, was man da als Urschweizerisch bezeichnet. Eben, da haben wir uns immer gefragt, gell? Also, da wissen gewisse Nationalräte, komm il faut, so sind die Schweizer, aber wir zwei, wir wissen das eigentlich nicht so ganz genau, komm il faut. Und wenn man sieht, die Schweizer, 195 Nationen, also die Schweiz ist vielleicht schon lange nicht mehr das, wo gewisse wetten. Also Integration heisst eben auch aufeinander zugehen, oder? Das ist eindeutig so. Also was mir jetzt gerade bei dem Stichwort hier in den Sinn kam, ist im Organisationskomitee sind wir das Ganze am Vorbereiten. Und wir arbeiten hier eng mit den Vereinen, die beteiligt sind, zusammen. Aber man merkt richtig, dass verschiedene Kulturen aufeinander prallen. Und lustigerweise ist es eben nicht immer so, dass die verschiedenen Kulturen, dass man sagt, ja, die vom Ausland gekommen sind, die nehmen alles ein bisschen lockerer und schauen so. Sondern das sind häufig auch die, die es genau strikt organisiert durchhaben. Und andere, die finden, ja, das funktioniert dann schon, schauen wir dann vor Ort. Das sind eben auch häufig dann die Schweizer Vereine, die da mal ein bisschen ein Auge zudrücken. Also das Klischee erfüllt sich eben nicht. Und das ist eben noch schön, dass man das auch in der ganzen, im ganzen Organisationsprozess sieht, dass es da eben nicht immer so nach Klischee funktioniert. Genau, wenn wir es ausschauen, die Bahnhofstrassen, die Vielfalt und die Verschiedenartigkeit, wenn wir da mal alles, was gewisse Schweizer meinen, dass sie ausländisch wegnehmen, ja, dann wäre es wahrscheinlich sehr leer und wahrscheinlich auch uninteressant. He? Genau, dann bleibt wirklich nur viel, habe ich das Gefühl. So bin ich jetzt noch nie durch die Bahnhofstrasse gelaufen, dass ich hätte wollen, alles ausländisch, alles Fremde irgendwie weg haben. Also von dem her, man gewöhnt sich daran und es gleicht sich dann an in die eine und die andere Richtung. Und ich glaube, dass wir da einen guten Rang finden, alle miteinander. Du, als Spross von der Metzgerei Gehweiler, gell? Damals so in der Metzgerei stand ein Urbuchs. Also du hast den Rang gefunden, gell? Ja, obwohl eben so vom Namen her ein eingewanderter Toggenburger hat es wahrscheinlich als katholischer im reformierten Buch so nicht ganz so einfach gehabt. Aber man findet den Rang. Das ist so. Und darum soll es eben auch so ein Fest geben, wo das auch andere den Rang finden können und dass eben der Austausch kann stattfinden kann. Und wenn ich mal mit Rappers, aber das verschickt dann noch, der sieht mir drinnen.
Jakob Gehweiler. Man hat fast das Gefühl, es ist ein bisschen ein Gehweiler-Fest, das Begegnungsfest. Gell? Du bist bei der Mintegra, du hast gesagt, du hast Kulturwissenschaften studiert. Was bedeutet jetzt für dich das Begegnungsfest? Es ist sehr wichtig, dass man den Verein, den engagierten Migrantinnen und Migranten, die Gelegenheit gibt, zum Partizipieren, zum Mitmachen, zum sich zeigen und zum mit den Leuten in Kontakt kommen. Zeigen heisst auch, sich gegenseitig kennenlernen, oder? Genau, das ist das Wichtigste. Wenn man sich gegenseitig kennenlernt, dann baut man automatisch Vorurteile ab. Und nachher ist das Zusammenleben einfach viel positiver gestaltet. Du als hergewanderter Toggenburger nach einem urtümlichen Buchser, also sind für dich die verschiedenen Kulturen, die das Buchsen in den letzten Jahrzehnten Fuß gefasst haben, je ein Problem gewesen? Für mich persönlich sowieso nie ein Problem. Und es gibt natürlich Probleme, wenn Leute zuziehen, wenn man sich noch nicht gut auskennt. Darum arbeiten wir bei dem Integra eben nach unserem Leitmotiv Information plus Partizipation gleich Integration. Wenn man die Leute rechtzeitig informiert und sie teilhaben lässt, dann gibt es automatisch viel weniger Probleme. Jetzt höre ich immer wieder, auch in hochdotierten Fernsehsendungen mit hochdotierten Politikern, Integration heisst, die, die ihr könnt, müssen sich benehmen, comme il faut. Man gibt sich die Hand, und wenn man noch weiter fragt, was heisst comme il faut, dann könnt ihr sich ein bisschen stackeln. Weißt du irgendetwas comme il faut, wo man jetzt einfach erwarten müsste? Wir tun natürlich möglichst neutral informieren über unser System, über die Gegebenheiten, schon auch über Eigenheiten von der Schweizer Kultur, wenn man so will. Aber gibt es denn die? Aber eben, das ist natürlich das grosse Problem. Es gibt nicht eine übergeordnete Schweizer Kultur, wo man sich sehr einfach drin integrieren könnte, sozusagen alles einfach von dem übernehmen. Sondern es gibt ja so viele Verschiedenheiten in unserer Bevölkerung. Wenn jemand da etwas findet, wo er sich daran heben kann, wo er sich eben in einer kleineren Gemeinschaft integrieren kann, dann ist das aus unserer Sicht eine positive Integrationsgeschichte. Das heisst, bei Integration ist auch ein bisschen Toleranz aufeinander zugehen. Das heisst, Integration heisst eigentlich auch jemand, der hier aufgewachsen ist und meint, er müsse das Gärtchen so hüten, wie es immer war, auch vielleicht gedanklich so anzupassen, wie die Realität ist. Ja, genau. Das ist, es ist immer auch eine gewisse Anpassungsleistung. Aber es soll nicht heissen, dass sich jemand einfach zu 100% muss anpassen einer neuen Kultur. Sondern es ist immer ein Aufeinander zugehen. Es ist eine beidseitige Sache. Toleranz spielt natürlich auch mit rein. Aber eben, es soll immer ein positives Zusammenleben sein. Das Begegnungsfest, gell? Ein Haufen Kulturen, ein Haufen Leute, die zusammenkommen. Polizeiaufgebot. Polizeiaufgebot haben wir möglichst klein gehalten. Also wir haben auch nicht irgendwie Angst vor Terrorismus oder Sachen, die sonst passieren könnten. Also es ist sehr ein friedliches Fest. Das ist doch mal schön, gell? Bei einem so ein Städtli oder eine Stadt, wie es Buchs ist. Genau. Eben, automatisch, wenn es kleiner ist, man kennt sich gut. Und es geht ja wirklich um das gute Zusammenleben. Und das zeigt man auch an dem Tag immer wieder, wie friedlich das abläuft, dass alles Hand in Hand geht, dass man miteinander zusammenarbeitet, sich gegenseitig aushilft. Darum funktioniert es immer sehr schön am Grenzenlos. Geschätzte Damen und Herren, geschätzte Kolleginnen und Kollegen aus dem Stadtrat. Die Schweizer Nationalmannschaft hat an der Weltmeisterschaft 2014 wie immer 11 Spieler auf dem Feld gehabt. Aus 15 verschiedenen Ländern waren die ganze Nationalmannschaft. Und Haris Seferovic sicherte unserer Nationalmannschaft mit seinem Tor gegen Ecuador in allerletzter Sekunde fast den Sieg. Haris Seferovic ist ein Beispiel für unsere Nationalmannschaft. Denn die Wahrheit ist, ein großer Teil unserer Nationalmannschaft besteht aus Secondos,
ob man jetzt dieses Wort schön oder wüst, schlicht grässlich findet, Secondos. Das heißt, mindestens ein Elternteil ist aus dem Ausland. Diesem Bild, das ist ein positives Bild für alle, die Fußball lieben zumindest, steht der böse, kriminelle Ausländer gegenüber, der oftmals medial konstruiert, dem Publikum als Objekt der Empörung vorgeführt wird. Beide Bilder können stimmen. Wir haben in der Schweiz Paradebeispiele gelungener Integration und wir haben Beispiele gescheiterter Integration. Und wir haben Menschen, denen der Begriff Integration fremd ist, die völlig in Parallelgesellschaften leben, obwohl sie mitten unter uns sind. Diese Menschen gehen täglich ihrer Arbeit nach, sie bezahlen ihre Rechnungen und sie leben ihren Traum einer besseren Zukunft für sich selbst und wohl auch vor allem für ihre Kinder. Weder sind sie besonders erfolgreich und damit als Vorbilder sichtbar, noch fallen sie negativ auf. Sie gehen aufgrund ihrer Normalität unter, haben sich gut integriert, sodass sie nicht wahrgenommen werden. Diese Menschen gewährleisten aber gleichzeitig auch vielmals als Krankenschwestern Ärzte, dass unser Gesundheitssystem nicht kollabiert. Sie bedienen uns in Restaurants, sie machen unsere Betten in Hotels, sie sitzen an der Kasse, im Migros oder im Coop. Geschätzte Damen und Herren, ich will das Problem der Integration nicht kleinreden. Wir in der Schweiz, auch in Buchs, haben auch Probleme bei der Integration. Dies vor allem dann, wenn unsere Grundwerte nicht geteilt werden. In jüngerer Zeit sind Menschen bei uns angekommen, in Westeuropa, die aus vollständig anderen Kulturkreisen stammen. Und diese Menschen bringen logischerweise ihre eigene Sicht der Welt mit. Sie waren vielleicht keine Heiligen in ihrer Heimat, sie bringen Ansichten mit, die mit unserer Kultur, die mit unserem Menschenbild vielleicht absolut nicht vereinbar sind. Ja, sie können, das ist jetzt aber, ich sage jetzt mal meine Sicht auch, sie können aus unserer Sicht auch rassistisches Gedankengut mitbringen. Denken wir an die Zunahme des Antisemitismus in Deutschland. Und sie können, das sind aber immer ganz wenige Menschen, das möchte ich betonen, unsere Kultur, unseren Lebensstil in unserer freien Gesellschaft auch verachten. Ich glaube, hier müssen wir im Interesse aller einfach ganz eindeutig sein. Unsere Gesellschaft muss die Kraft und die Konsequenz aufbringen, von allen Menschen, das gilt auch für uns selbst logischerweise, grundlegende Dinge zu fordern. Erstens müssen unsere Grundwerte vorbehaltslos respektiert werden. Frauenrechte, Menschenrechte sind nicht verhandelbar, dürfen nicht relativiert werden. Mit kulturellen Eigenheiten kann man bei uns die Verletzung dieser Rechte von Frauen nicht rechtfertigen. Und zweitens, neben dieser ganz wichtigen Akzeptanz unserer Grundwerte, müssen wir auch die grundlegende Bereitschaft zur Integration einfordern. Der Wille, die Sprache zu lernen, um am gesellschaftlichen Leben bei uns hier teilnehmen zu können und am Arbeitsmarkt vielleicht sogar dann irgendwann auch ein eigenes Einkommen zu erzielen, muss vorhanden sein. Geschätzte Damen und Herren, wir können nicht nur fordern, wir müssen auch fördern, wenn wir eine Integrationspolitik erfolgreich betreiben wollen. Wir müssen Angebote schaffen, welche die Integrationswilligen in ihren Anstrengungen fördern, getreu dem Motto fordern und fördern. Hier haben wir in Buchs in den letzten Jahren viele Instrumente geschaffen oder unterstützen private Initiativen. Beispiele. Wir bieten spezielle Angebote in unseren Schulen an, damit Kinder mit Migrationshintergrund schnell Deutsch lernen. Auch Erwachsene werden unterstützt beim Deutschlernen. Hier setzen wir ergänzend zum Angebot, das wir schon haben und das wir weiterführen möchten und wollen,
setzen wir auch gewisse Hoffnungen in die in das neue Modell der Quartierschulen als Ergänzung zu den bestehenden Deutschkursen. Unsere Mitarbeitenden im Sozialamt betreuen unsere Flüchtlinge und beraten sie, damit auch möglichst rasch ein Einstieg in unser gesellschaftliches Leben, in unser Zusammenleben, in unsere Arbeitswelt möglich wird. Sie alle wissen, dass die Stadt Bux schon seit vielen Jahren auch eine sehr erfolgreiche Stiftung unterstützt, die Stiftung Mintegra, die ganz, ganz gute und sehr wichtige Arbeit im Bereich Integration leistet. Und last but not least, Bux unterstützt auch private Initiativen, wie wir heute davon profitieren dürfen, das Fest grenzenlos. Das Ziel all dieser Bestrebungen ist immer die Teilhabe und die Zugehörigkeit aller zu stärken. Das setzt auch immer Bereitschaft auf Seiten der Schweizer Ureinwohner voraus. Nur mit dieser Bereitschaft von beiden Seiten kann etwas Gemeinsames, Identitätsstiftendes entstehen. Vielfalt bereichert, das zeigt nicht nur unsere Nationalmannschaft. Es riecht schon sehr gut hier. Es riecht hier, wie es vielleicht nicht an den Mittagstischen unserer sogenannten Ureinwohner riecht. Geschätzte Anwesende, Bux lebt von Vielfalt, Bux ist vielfältig. Aktuell leben Menschen hier aus 85 Nationen. 85 Nationen. Das Fest zeigt, dass wir in Bux erfolgreich, friedlich zusammenleben, mit über einem Drittel Menschen mit ausländischen Wurzeln. Albanischer Tanz vorgeführt vom albanischen Verein. Bux hat aber natürlich noch viel mehr zu bieten. Natürlich nicht nur gerade hier bei dem Fest, beim grenzenlosen Fest, das alle zwei Jahre stattfindet. Bux hat nicht nur die Spezialitäten, die man hier antreffen konnte, massiert auf der Bahnhofstrasse, eben auf der Strecke zwischen der Kantonal- und der Raiffeisenbank. Nein, Bux hat natürlich, und das auch die umliegenden Regionen, durch unglaublich viel an Internationalität zu bieten. Die verschiedenen Flaggen sind ein Zeichen dafür. Aber ihr wisst, es hat ja 195 Nationen in der Schweiz. Das kennt ihr, die Schuhe aus den Niederlanden. Ihr kennt sicher auch die Joggerstreusel, wenn ihr in den Niederlanden mal auf Frühstücken geht. Aber habt ihr gewusst, dass die Niederländer, und da jetzt eben eine Niederländerin, das schafft, die
dünnste Waffeln von der Welt überhaupt hier zu machen. Das braucht ein riesiges handwerkliches Geschick. Und ich habe dann zugeschaut, wie sie das gemacht hat, mit Schocki, nein, Entschuldigung, mit Gumpfi gefüllt. Wirklich ganz extrem lecker, diese Waffeln, ja, das kommt aus den Niederlanden. Und so hat man natürlich an diesem Begegnungsfest dann grenzenlos, auch grenzenlos neue Sachen können erfahren, wenn man eben auch geschaut hat. Mintegra, die Institution, die die verschiedenen Nationen zusammenführt, vielleicht ihnen auch eine Stimme gibt. Bayerische Brezel, also bitte. Bayern spielt sich in Bux natürlich auch ab. Nebst Brasilien, alle zusammen. Nochmal, 85 Nationen in Bux, sicher auch in der umliegenden Region, ein Haufen Nationen. Ich würde behaupten, noch viel mehr. Ich wiederhole es nochmal. Schweizers, ihr kennt das, 195 Nationen in der Schweiz. Und die haben wir sicher zum grossen Teil eben auch irgendwie da. Oi, American Women's Club, also die haben eine riesige Freude gehabt. Das hat mich erstaunt, gell? Also, was da alles hergekommen sind. In Liechtenstein gibt es das sind schon lange. Und dann in Bosnien der grösste Kaffeekrug. Sie haben gesagt, eine Pyramide von der ganzen Welt. Also da sind sie wirklich stolz gewesen. Immer und überall, wo wir hergekommen sind, sind wir freundlich empfangen worden. Wir hätten uns können durchessen, durchgeniessen durch die Bahnstrasse. Eben, leider, wir hatten noch andere Anlässe gehabt, sind wir verhindert gewesen. Eigentlich schade. Aber wir zeigen Ihnen nochmal, was ihr alles verpasst habt. Eben, hier die Standübersicht zwischen Kantonal- und Raiffeisenbank. Und ihr seht einen Haufen Leute, die sich hier engagiert haben. 26 Stände, das braucht einiges an Engagement von ganz verschiedenen Leuten aus eben verschiedenen Nationen. Grenzenlos hat das Engagement fürs grenzenlose Denken eben gezeigt. Grenzenlos, das Fest, gibt es wahrscheinlich in 2 Jahren wieder, von dem gehe ich aus. Aber wichtig ist wahrscheinlich, was sich dazwischen abspielt. Wie denken wir? Denken wir grenzenlos? Sind wir tolerant? Sind wir bereit, unseren Teil zur Integration beizutragen? Grenzenlos, ein Fest zum Nachdenken, sicher auch nach dem Fest.